das drei? Sind das dreimal? Ist egal, drei. Es geht um den letzten Schlag einfach, ja, dass danach nichts mehr kommt. Ja. Den Rest kann ich schneiden. Drei? Ja, ja. Ja? Schallbecken abgeklebt. Two, three, four. Im Basketball, also als ich sehr intensiv Basketball gespielt habe, habe ich mir Videos von Michael Jordan und sowas aufgenommen und mir die angeguckt. Und dann bin ich in den Garten gegangen bei uns, habe mir eine Videokamera aufgebaut und habe mich von der Seite gefilmt, wie ich werfe. Mhm. Um dann zu sehen, dass der Wurf total vom Murks total falsch ist. Schöne Stadt, da muss man sich benehmen. Drum fahren wir nach Hebron und benehmen uns daneben. Und über so ein Angucken und Analysieren ist denn so ein, dann wird ja so ein Denkprozess in Gang gesetzt, wo du sagst, ich muss das erstmal begreifen, wie das überhaupt funktioniert, bevor ich das selber so umsetzen kann. Aber der Körper, der bleibt hinter der Säule stehen. Nur der Kopf so, wie du es gerade gemacht hast. So, das ist der Winkel. Komm mal raus. Genau, und jetzt gehst du zum Stick. Weißt du? Okay. Und bitte. Okay. Da laufen, andere Seite. Danke. Bitte. Und bitte. Danke. Ja, oder vor mir her. Vor mir, oder? Nee, das geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Und bitte! Sorry! Entschuldigung. Bitte! Und bitte! Bei einem Durchlauf! Bitte! Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der gar nicht gemacht wird. Ganz viele von den Filmhochschulstudenten und auch Absolventen, die kopieren und wissen aber nicht, was sie da kopieren. Also die haben das gar nicht verstanden. Die haben viel zu wenig analysiert von dem Film, wie ein Film funktioniert. Wundern sich aber immer, warum sehen die Filme oder die amerikanischen Filme so ganz anders aus als hier die deutschen Filme. Die Stadt schläft nie. Und auf meiner Haut. Ich höre ihr zu, ihr Herzschlag rauscht in meinen Ohren und jeder Ton scheint mir vertraut. Er fährt viel zu langsam. Du musst dir vorher so viel, unendlich viel Zeug angucken und versuchen das zu begreifen, bevor du einmal die Kamera an. Also, wo du einmal die Kamera anlachst und dann ernsthaft was zu machen. Yeah.
Trotzdem ist meine Sache auch immer durchs Ausprobieren, also nicht durch Bücher, sondern durchs Ausprobieren passiert nicht am meisten. Weil man da so unmittelbar den Fehler sieht. Oder man sieht unmittelbar den Unterschied einfach. Das heißt, man kann auch hier mit kleinen Berichten, die man macht, oder was auch immer, mit ihnen sagen. Man lernt quantensprungartig dazu. Und das ist gut. Cool.